Mohammed, der Prophet des Islam und Verkünder der Offenbarung Gottes. Der Koran, das unverfälschte Wort Allahs. Elementare Bestandteile des muslimischen Glaubens und Glaubensgrundsätze für über 1 Milliarde Muslime. Nicht für den zum Islam konvertierten Islamwissenschaftler Muhammad Sven Kalisch, Professor für islamische Theologie. Er unterrichtet am deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für die Ausbildung islamischer Religionslehrer in Münster. Kalischs These, der Prophet Mohammed habe nicht existiert und auch der Koran sei nicht das Wort Gottes. Thesen, die in einigen islamischen Ländern mit Verfolgung und Tod bestraft werden. Ich sage, es ist weder die Existenz noch die Nicht-Existenz beweisbar. Ich persönlich habe eine gewisse Tendenz zur Nicht-Existenz. Aber was die derzeitige Faktenlage angeht, meine ich, dass man weder das eine noch das andere wirklich beweisen kann. Und was den zweiten Punkt angeht, ich bin in der Tat der Auffassung, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist, in dem Sinne, wie die traditionelle islamische Theologie sich das vorstellt, dass Gott also in einer Verbalinspiration direkt einen Text weitergegeben hat. Kalisch, ein vom Glauben Abgefallener, darf ein islamischer Wissenschaftler und Theologe, der zudem Religionslehrer ausbildet, die Grundsätze der islamischen Lehre in Frage stellen? Ein Skandal, ein Tabubruch, so die islamischen Verbände, die den Lehrstuhl in Münster mit unterstützt haben. Also wer die Existenz des Propheten und den Koran in Frage stellt, der stellt die Grundprinzipien des Islams in Frage. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren und können auch nicht zusammenarbeiten. Wir können auch muslimischen Studenten und Studentinnen auch nicht empfehlen, an diesem Lehrstuhl zu studieren. Freiheit der Lehre gegen Glaubenslehre. Wie radikal darf ein Forscher im Fach Islamwissenschaft sein? Die Freiheit der Forschung, die Freiheit der Wissenschaft, damit haben wir kein Problem. Dann soll er, wäre er vielleicht in einem anderen Lehrstuhl besser aufgehoben. Denn hier sollen die Schüler, die Studenten ja die Religion lernen, um es weiter zu transportieren und nicht die lernen, die eigene Religion in Frage zu stellen. Da die islamischen Verbände als Religionsgemeinschaft nicht anerkannt sind, haben sie keinen Einfluss auf die Lehrstuhlvergabe. Zum Vergleich: Bei der Besetzung von Lehrstühlen der katholischen und evangelischen Theologie an Universitäten in Deutschland ist eine Unbedenklichkeitserklärung der Kirchen einzuholen. Die theologische Forschung soll unabhängig bleiben. Aber wer Religionslehrer ausbildet, hätte mit solchen extremen Thesen auch in der christlichen Kirche Probleme. Derjenige, der Lehrerinnen und Lehrer ausbildet und die Existenz von Christus anzweifelt, hätte zweifellos Probleme. Er würde wahrscheinlich sein Neil Obstert, seine Lehrbefugnis verlieren. Der Abweichler Kalisch darf bleiben, mit einem anderen Schwerpunkt. An der Universität Münster steht die Freiheit der Forschung über allem, auch dem Dogma der Glaubenslehre, vor allem der islamischen. Ich habe bewusst unterschieden zwischen der Tätigkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die frei ist. Und dieses Recht hat Herr Kalisch auch. Als Universität bin ich nicht bereit, oder als Vertreterin der Universität bin ich nicht bereit, einen wissenschaftlichen Lehrstuhl an Glaubensinhalte zu knüpfen. Das tun wir ja auch bei den christlichen Kirchen nicht. Wir berufen nach wissenschaftlicher Qualifikation und wir verständigen uns mit den Kirchen darüber, ob gegen die Person und ihre Thesen Bedenken bestehen oder nicht. Kalisch hat einen Vertrag, er ist Beamter auf Lebenszeit und ich werde auf Biegen und Brechen dafür einstehen, dass er auf seinem Lehrstuhl bleibt. Doch dem Innovationsminister in NRW ist eine Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden politisch wichtig, wichtiger sogar als die Personalie Kalisch. Eilig wird ein zweiter Lehrstuhl, diesmal für islamische Religionspädagogik in Münster, verkündet, mit Zustimmung der Verbände. Damit ist Kalisch aus der Schusslinie. Herr Kalisch wird weiter natürlich in Forschung und Lehre arbeiten, aber sich nicht an der Lehrerausbildung mehr beteiligen, was er ohnehin in der Vergangenheit auch nur in einem sehr begrenzten Umfang getan hat. Muhammad Kalisch, ein unbequemer Wissenschaftler am Pranger. Die Causa Kalisch zeigt, es ist noch ein langer Weg, bis der Islam nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern auch die Islamwissenschaft an den deutschen Universitäten angekommen ist.